Okay, wenn es kurz immer so ein bisschen weird wird bei euch, ne, liegt's an Vodafone. Aber hey, ist ja was auch immer, ne? Dann ja, erstmal. Jeder kennt's. Dann erstmal. Moin und herzlich willkommen, meine lieben Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jeopardy mit dem tollkühnen Trio. Ich habe actually heute nach Adjektiven mit T gesucht, um irgendwas Passendes zu finden. Mit dem Herren Dalukat, mit Gippi in der Mitte und last but not least, Juli. Jeopardy ist ein kleines Quizformat, in dem ihr auf Leben und Tod und vor allem aber auch um die Punkte gegeneinander antretet. Für die erste Frage überlege ich mir kurz eine Zahl zwischen 1 und 10. Dalu, welche Zahl habe ich? Ich schreibe sie kurz in meinen Zettel. Du hattest dir jetzt gerade im Kopf die 7 ausgedacht. Okay, Gippi, was habe ich mir ausgedacht? Ich sag die 9. Okay, Juli, was habe ich mir ausgedacht? 2. Es war actually die 2. Es war punktgenau. Ich hab's in meinen Chat geschrieben. Ich hab's extra in den Chat geschrieben. Okay. Ja, da, ich muss doch gleich Juli anfangen lassen. Ja, wir können, hallo. Wir können das Format eigentlich beenden, Alter. Also Juli hat eigentlich schon gewonnen. Aber Juli, du darfst jetzt, egal welche Frage, egal welche Kategorie und egal welche Schwierigkeitsstufe, eine dieser 15 Fragen aussuchen. Ich nehme Songtexte 200. Songtexte für 200. Songtexte ist eine Kategorie, in der ich mir verschiedene Lieder ausgesucht habe und die von Google Translate einmal übersetzen lassen habe. Ich lese den ersten Songtext vor. Wir suchen den Original-Song, oder was? Ihr sagt, welcher Song das ist oder welcher Künstler, wie das Lied heißt und so weiter. Okay, ich lese jetzt vor. Ich habe mich so sehr bemüht und bin so weit gekommen, aber am Ende ist es auch egal. Bip. Juli? Von In the End von Linkin Park. Es war In the End von Linkin Park. I've tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. Wie das Lied heißt, ich wusste natürlich, was es von Linkin Park ist. Jawohl! Ich hab das Mann. Das war die Testrunde, oder? Nein, Mann! Juli, da du die Frage korrekt beantwortet hast, darfst du dir auch die nächste Kategorie aussuchen. Ich nehme Sounds 200. Sounds 200. Sounds ist eine meiner persönlichen Lieblingskategorien. Da müsst ihr selber wissen, wie tief ihr in die Trickkiste greifen wollt. Ich werde euch etwas beschreiben und ich möchte diesen Sound auditiv von euch nachgestellt bekommen. Ihr könnt auch alle nicht drauf antworten, aber ich fände es sehr schade. Der Sound, den wir hier suchen, ist, man hämmert einen Nagel ein und schlägt sich dabei in den Finger. Oh, Dalu. Was ist? Warte mal, der hat doch. Darf man was nutzen oder muss man das mit selber machen? Er hat ja seine Faust gehauen. Das ist eine Faust. Also, doch, das lassen wir auf jeden Fall gelten. 200 Punkte für Dalu. Ihr seht, bei Sounds kommt es nicht unbedingt drauf an, immer korrekt, sondern einfach nur kreativ zu sein. Ist ja auch was Schönes. Ne? Geh einfach rein da. Da du die Frage korrekt hattest, darfst du die nächste Kategorie aussuchen. Ich nehme Welten 100. Welten für 100. Ja, du traut sich nix, hä? Okay, die erste Welt, die wir suchen. Ich kenn doch nichts. Ich hab schon echt drauf geachtet, dass ich Sachen gesucht habe, die ihr alle kennen solltet. So. Survival. Aufbauen. Blöcke. Da hier. Dalu. Minecraft. Die nächsten beiden Begriffe wären Farmen und Villager. Und natürlich ist Minecraft da die Welt, nach der wir gesucht haben. Ich wusste es auch, aber ich habe mich nicht getraut. Ja, also das hier ist eine Quizshow, in der alles oder nichts ist. Also nicht getraut geht das nicht. Okay. Dalu, da du wieder korrekt lagst, darfst du dir auch wieder die nächste Kategorie aussuchen. Wie mit einem Übergang. 400. Oh, jetzt traut er sich. Oh. 400 hast du gehört. 400. Okay. Ja. FPS. Multiplayer. Bombe. Fähig. Ja, hier. Ja? Hier. Valorant. Dalu war definitiv vorher. Mann, ich wusste es nach dem zweiten. Aber das ist nur ein Spike, das ist keine Bombe. Ja, da war Fähigkeiten danach gesagt. Ich hätte auch Fähigkeiten kann man mir. Da kam noch das Fähigkeiten und Agenten. Ich hätte auch Counter-Strike gesagt, aber er hat noch Fähigkeiten. Das ist nämlich der Bait. Das ist nämlich der Bait gewesen. Da war knapp. 400 Punkte an Dalu. Juli, du musst einfach rein, einfach rein in die Masse. Ja, ich muss schneller. Einfach pushen. Gibi, du hast noch nicht hingehört. Ich hab's nicht gehört. Bei mir kam kein Fake an.
Einmal, ich mach das Powder. Also, also an der Technik liegt es bestimmt nicht. Ja, ich will jetzt nicht mit dem Finger zeigen. Na, die Technik ist nicht bei mir bestellt. Wunderbar an. Ich hab nur auf Mute. Ich hab das nicht. Ich hab das nicht. Hey! Okay. Mann. Wir nehmen mal Songtexte für 500. Songtexte. Jetzt will er es aber wissen. Ja, ich Songtexte für 500 war sogar die Golden Question, Dalu. Nein! Oh, Dalu. Hü oder Hot jetzt? Aber, ne? Aber wenn ich die nicht beantworte, dürfen die anderen sie ja auch nicht beantworten, oder? Genau, ja. Die Frage ist einfach weg. Du verlierst auch keine Punkte. Mit ausgeschaltetem Licht ist es weniger gefährlich. Hier sind wir nun. Unterhalte uns. Es ist einer der weltbekanntesten Lieder, die es überhaupt gibt. Ich würde jetzt noch 5 Sekunden Bedenkzeit geben. Und eine Antwort will ich jetzt haben wollen. Keine Ahnung, kann ich nichts sagen. Okay. Interessenshalber, Giffy, du hast gerade so geguckt, als hättest du die Epiphanie des Lebens. Ich glaube, wenn du sagst, das ist das Lied, weiß ich's, aber ich habe nur die letzte Zeile, die zweite Zeile. Ja, da habe ich mich auch viel zu viel drauf fokussiert, glaube ich, auf dieses Entertain Us. Ja. Aber Entertain Us, here we are. Ich hatte ganz viele drei Lieder im Kopf, wo das drin vorkommt. Aber Nirvana. Es ist Nirvana. Es ist tatsächlich von einer kleinen Indie-Rock-Band, die man vielleicht nicht so kennt, namens Nirvana mit dem Songtitel. Ja, Smells Like Teen Spirit. Ja, das Smells ist Like Teen Spirit, ja. Aber, ey, du verlierst nichts. So, there's that. Da du die Frage nicht beantwortet hast, geht die Frage aus, weil jetzt an Gippi rüber, der mit 0 Punkten auf dem strategisch dritten Platz sich befindet. Ja. Gippi. Ja. Strategisch. Du darfst die nächste Kategorie aussuchen. Songs 500. Boah, guck mal, wir alles. Scherz, Leute, mit dem. Man will sehr hart anfangen zu fluchen, aber dann fällt einem ein, dass man Family-Friendly-Streamer ist. Giffy. Giffy war weit vor euch. Ja, ich hab. Das ist genau mein Ding. Okay. Was für eine richtig geile Scheiße ist das denn? Fuck, ist das cool. Geil. Wow. Cool. Cooler Move. Das ist ein Bug. Nee, ist kein Bug. Es ist Spaß. Ey, cool. Sehr, sehr geile Spiel. Erstens, ich spüre den Tilt so bis hier, ja? Aber, Gippi, sagt ein Family-Friendly-Streamer, fuck. Du musst dir vorstellen, der kleine Tim, der kleine James sitzt vorm Rechner. Das ist ganz normale Weltsprache, natürlich hört das jeder. Ich bin mir da nicht sicher, Gippi. Ach, Dalu, du hast 700 Punkte, einfach dein schönes, also nettes Mündlein okay, und steck dir dafür, was in den Mund und lass dafür, es doch einfach. Doch, dafür kriegst du sie, Gippi. Das ist der Einsatz, den ich sehen wollte. Perfekt. Wir wollen Gippi auch ein paar Punkte können. Gut auf und jagt, let's go. Danke, Dalu, vielen Dank für deinen Support, das hat mir geholfen. Ich weiß. Du hast die nächste Kategorie aussuchen. Er stets bemüht. Ja. Welten 500. Hochzeit, Entführung, große Reise, Besitz ergreifen und Mütze. Ich blende die Begriffe on-stream jetzt ein. Komm, ja, damit trau dich. Ja, aber Moment, ich krieg ja keine Minuspunkte, oder? Doch, klar, wenn du falsch liegst. Das ist nicht die goldene Frage. Ja. Okay, aber dann. Okay, Hochzeit, Entführung. Große Reise passt nicht rein. Super Mario. Was ist große Reise? Es ist leider nicht ganz die Antwort, die wir gesucht haben. Es war Super Mario Odyssey. Oh. Objektiv! Oh. Hätte ich das gewusst, hätte ich Odyssey gesagt. Also. Es hieß ja nicht, nein, hätte ich wirklich, weil die große Mütze, also die Mütze, wäre die wäre Cappy gewesen am Ende. Aber ich dachte, wir suchen die Reihe. Es ging um die Welt, Dani. Hold it! Ja, und die Welt Mario ist Super Odyssey Mario. Welt. Check that! Die Super Mario Odyssey. Welt. Na, okay, wenn ich das gesagt hätte, ich Odyssey gesagt. Also die Welt ist Super Mario. Das ist Super Mario Universum. Also, ich hätte Odyssey gesagt. Ich sage, also, ja? Juli, was sollst du sagen? Dass die 500-Frage ist, weiß nicht, muss man, glaube ich, streng sein. Nix da, die war bei Gippi auch. Und der hat fuck gesagt. Du hättest doch was sagen können, danach habe ich ja erst richtig rausgerissen. Also das wäre hier frech, das ist Super Mario. Also guck mal, wir machen Folgendes. Da du leider eine Lücke im Regelwerk gefunden hast und ich, das ist keine und ich Lücke. Es anscheinend nicht klar definiert habe,
aber es ist trotzdem nicht ganz die Antwort ist, nach der wir gesucht haben, gebe ich dir die halben Punkte. Als, ja, okay. Ja, finde ich auch. Als ja, Dingens, okay. Ne? So, 250 ist scheiße, also gebe ich dir 300, weil runde Zahlen sind schöner. Ja, ich muss aufpassen, was ich sage. Ich, ja, muss, ganz, ja. Ich muss ganz ja, klar. Also, war denn Minecraft denn richtig oder war es die Java-Edition? Also, Bedrock hätte auch gezählt. Ach so, ja, ja, keine aber Sorge. Aber hat ja keiner gesagt. Ja. Nee, oh, einfach ganz schnell weiter hier, Alter. Was sucht den scheiß Kategorie aus da, du? Selten 200. Selten für 200, so. Horror? Multiplayer, asymmetrisch, Killer. Dalo war schon eine halbe Sekunde vor dir mit der Hand. Okay, scheiße. Aber Dalo hat keinen Voice leider gemacht, oder? Ja, aber ich hab gesagt, entweder oder. Outfit oder beides. Also, Gibi, willst du jetzt hier alles hinterfragen? Ich hab's einfach nur auf deinem Niveau jetzt runtergelassen. Also, ich würde Dead by Daylight sagen. Wir hatten Killer und der letzte Begriff wäre Survivor gewesen. Also haben wir natürlich nach Dead by Daylight gesucht. Ja, es hätte auch Freitag ja, ich hab auch Freitag sein können. Also deswegen habe ich auch noch gewartet. Ja. Na, mal gucken, ja. Dalu, ob du die nächste Frage auch auffangen kannst, die jetzt auf dich drauf ich fällt. Muss noch schneller bei der Hand heben, da. Hey, Julie, ich mach jetzt was für dich. Songtexte 400. Der Songtext ist, Donnerschläge und Blitze machen mir sehr, sehr Angst. Ja, komm, ich versuch's. Ich habe jetzt die Dalu? Okay, es ist Creed. Aber mit Bohemian Rhapsody. Der Originalsong, oder die Originalmelodie geht. Thunderbolts and Lightning, very, very frightening. Galileo, Galileo, Galileo. Es ist Bohemian Rhapsody, warum ärgerst du dich denn? Weil ich auf den Anfang des Textes nicht kam. Ich konnte den Song für mich nicht einstimmen. Mm. Ich kam nicht. Okay, ich kam, okay. Ich konnte den Anfang. Tonight. So. Ey, das. Das kenne ich nicht, da war ich noch nicht geboren, als das gewusst war. Ach komm. Dado, du hast die nächste Kategorie aussuchen. Jetzt für Gibby. Sounds 300. Sounds für 300. Son Goku, der sich in einen Super Saiyajin verwandelt. Gibby hat sich. Okay. Jetzt bin ich meine Nachbarn. Okay. Ich mach die Augen zu. Ich will es führen. Ich hab das nie gesehen. Dado, das ist jetzt für dich, okay? Okay. Mein Mikro nimmt nicht auf. Ja, also. Ich weiß, Mann, ich kann nicht zu laut, meine Nachbarn, die so. Okay, also, ich habe nichts gehört. Ich habe auch nichts gehört. Du hast nichts gehört. Man hat dein Mikrofon hat wirklich nichts aufgehört. Nein, hat's nicht. Warte. Nein, hat's echt nicht. Also, hat's wirklich nichts. Ja, also, gib wieder Fake. Jetzt musst du, warte. Nein, warte. Kein Sound. Also, still hat sich noch nie von Goku. Ich spüre den Effort dahinter auf jeden Fall. Das ist Mann, das, ich hab das ja, nicht mehr ja, richtig ja. Gegeben. Doch, meine Nachbarn haben geklopft. Doch, ja, das wir war, geben das dir war, die das war, ich hab, ich hab, das ist doch wie so ein Motorrad. Also, oder? Und dann geht so eine halbe Stunde. Ist heute der Ton, Mensch. Ja, ich komm nicht zum Juli. Zug. So, ja. Ich mach jetzt was für dich. Du kannst weitermachen. Okay. Songtexte 300. Die Leute haben mir immer gesagt, sei vorsichtig mit dem, was du tust. Und gehen sie nicht herum und brechen sie jungen Mädchen das Herz. Das sieht komplex aus, als es ist. Der Künstler dieses Werks ist als, hat einen gewissen Titel verliehen bekommen, tatsächlich. Weil er so einflussreich in der Musikszene war. Gib euch noch 5 Sekunden. Ja, das müsste passen. Dalu ist am Rap. Dalu? Es ist kannst Billie Jean, oder? Jetzt weiß ich den Song, aber ich... Ja. Es ist Billie Jean, sagst du? People always yeah. told me, be careful what you do. Yeah. Don't go yeah. around breaking yeah. young girls. Genau, es war natürlich Billie Jean vom King of Pop, Michael Jackson. Ein sehr, sehr Banger-Song, by the way. Auch heutzutage noch, egal wie alt man ist, Juli an der Stelle. Aber egal. Nice. Hey, wir haben noch 2 ganze Level vor uns, Juli. Ey, ganz ja, Juli, alles passt. Schauen wir mal, ja. Komm, ja. Mach noch was für ja. Juli. Da. Das war jetzt mal Juli hier Sound. Sounds 400. 100. Ja. Sounds 100. Ja, ich brauch 400. Wir wollen jetzt mal einen Sound von Juli hören. Ja. Sounds 100. Ein Sound, den ich selber in meiner Kindheit so oft gehört habe, der mich sehr geprägt hat. Das ist nämlich Goofys ikonischer Schrei.
Das kennt sie nicht. Juli, los! Sie kennt es nicht. Julie kennt die okay, gar nicht. Ich. Okay, ja? Ich bin gespannt. Das wäre mir die 100 Punkte nicht wert gewesen. Was? Es war gerade so, als wäre ich in Disneyland gewesen. Es ist insane. Also guck mal. Wenn ich mit dir, da steht zwar Schrei und nicht Lachen, aber ich gebe die Punkte trotzdem, weil das einfach Einsatz. Bitte, ja. Einsatz war. Also der Sound, nach dem ich gesucht habe, ist dies. Wahoo! Aber das Lachen ist auch mehr. Also ich bin sehr zufrieden. Also, ich fand's gut, das Lachen war mal. Doch, ich bin also. Doch, die Punkte kriegst du auf jeden Fall. Danke, danke. Guck mal, du darfst jetzt sogar die nächste Kategorie aussuchen. Ja, dann gehe ich doch mal auf Sounds 400 hier all in. Sounds 400. Auch ein Alltagsgeräusch von einigen vielleicht. Man versucht einen Pups mit einem Husten zu überspielen, das geht aber ganz schön schief. Das geht aber ganz schön schief. Ich muss mich erst formulieren, so. Ja. Kippi. Wie hast du das denn gemacht? Das war insane gerade. Der hat halt wirklich gefurzt. Ich glaube, ich komme gleich wieder. Oh, ups. Ja, mach 4500 direkt für die Performance, gar kein Problem. Let's go. Okay, die nächste Kategorie ist Songtexte für 100 und ich gehe mal stark davon aus, dass du diese nimmst, Gipi. Der Songtext, nach dem wir suchen, ist folgender. schenken Sie Ihrem Körper... Gipi. Macarena. Macarena. Ja, es ist Macarena, natürlich. Macarena, ey. Das ist doch viel zu einfach. Es sind ja auch 100 Punkte. Es sind ja auch 100 Punkte. Aber das sind doch selten 300, oder? Das steht nicht mal der Interpret. Du hast recht, es gibt noch Welten für 300. Ja. Du hast es Gipi aufgezwängt. Es gibt keinen Interpreten da, Julie. Doch, doch, es gibt... Das ist der Macarena-Song von Macarena. Es gibt ja, genau. Ihr habt den aber nicht dazu geschrieben, weil ich dachte, ihr kennt den doch eh nicht, Alter. Das ist doch Lost Ketchup, oder? Nein, nein. Das ist das, oder ist das Enrique? Nee, Lost Ketchup. Das ist hier. Hallo, wie heißt die nochmal, die Frau? Ariana Grande. Nein. Ja. Die Ariane. Die Ariane Grande. Das ist so ein Typ, der das singt. Welten 300, guck mal. Ich zeig dir mal, wie dein Spiel funktioniert. Welten 300, danke, Giffy. 400 sogar? 300. Das ist wo siehst du das? Ich hab hier, da. Hier. Guck, es gibt noch Welten 300. Hast du 400 gesehen. Nee, ich hab 300 gesehen. Warum wird da nicht mehr abgehakt, Dorito? Ja, geb ich an die Regie weiter. Da wird jemand gefeuert. Alles im Kopf. Geile Schwäche zeigen. Heute haben wir noch jemand gefeuert, keine Sorge. So. Was kommt jetzt? Welten für 300. Haustiere. Kleiner Junge. Kämpfen. Gelbe Maus. Ja, Dalu? Pokémon. Soll ich dir jetzt auch noch sagen, Pokémon die Game Edition, weil es Pikachu ist? Oder ist Pokémon. Wow, okay? Du brauchst jetzt gar nicht hier, ja, jetzt. Ja, aber ja. Mann. Was ist es? Aber ja, Pokémon ist. Ist diese kleine Katze, gelbe Maus, ist das mit Pikachu? So, perfekt. Okay. Damit gehen wir in den ersten Zwischenstand und die Tabellenleitung sieht wie folgt aus. Dalok hat mit 2200 Punkten auf dem ersten Platz, Gippi gar nicht so weit behind mit 1300 Punkten auf dem zweiten und Juli mit entspannten 300 Punkten auf dem dritten. Bisher, Gesundheit. Dankeschön. Bisher gab es noch keinerlei falsche Antworten. Das ist sehr überraschend, doch sehr positiv. Ja, zumindest keine und Antworten, wo Punkte abgezogen wurden. So rum, ja. Muss mich ja ganz hier akribisch formulieren. Stimmt schon, hast du recht, Dalok. Ich möchte gerne zunächst das Wort an Gippi geben. Gippi, du bist mit 1300 Punkten auf dem zweiten Platz. Wie sah deine Strategie aus? Hast du vor, Dalok von seinem Thron zu stürzen oder denkst du, ja, gesundes Mittelfeld ist in Ordnung? Also wäre cool, wenn wir Hauptsache Dalok gewinnt nicht. Das ist eigentlich die Hauptsache. Okay, das ist ein Statement, mit dem können wir arbeiten. Damit geben wir das Wort rüber an Juli. Juli, du hast anscheinend bisher viel Wissen gehabt, aber kamst noch nicht dazu, es zu präsentieren. So ein bisschen wie ich in der Schule damals. Willst du jetzt einfach mal so ein bisschen losfeuern und einfach Gas geben und gucken, was dabei rumkommt? Oder willst du weiter so auf entspannt spielen? Ja, auf jeden Fall. Ich warte, bis dann die großen Fragen kommen und da schlage ich dann zu.
Okay, aber warte nicht zu lang, wir haben noch zwei Level. Und damit geben wir das letzte Wort an Dalu, der mit 2200 Punkten gerade mit 900 Punkten Vorsprung über den zweiten Platz auf dem ersten ist. Dalu, du hast jetzt verschiedene Optionen. Ne? Du könntest dich jetzt entweder ausruhen, die anderen die Arbeit machen lassen, darauf hoffen, dass die Punkte verlieren oder All-In gehen. Der Punkterekord in diesem Format liegt übrigens bei 6700 Punkten. Ja. Wer war das? Das war Mango. Nee, es reicht mir, wenn ich gewinne. Okay, Ambitionen. Und wenn die anderen mich nicht gewinnen lassen, dann nehme ich die nicht mehr zum kommenden Place. Das ist das Problem nämlich. Wir müssen jetzt so tun, als ob wir was drauf haben und was machen und gegen ihn, aber im Endeffekt verlieren wir eh alle Punkte. Hast du nicht einen Vertrag? Ja, das so steht. Dalu hat uns auch immer gesagt, Leute, ich nehme euch mit, aber ihr müsst dann auch bitte verlieren, damit Dalu wieder gewonnen hat. Deswegen ist er immer Erster. Jetzt ergibt er Deswegen halte ich mich zurück. Okay, sehr respektvoll von euch.